Vielleicht sollten wir die alle ignorieren und gleich die höchsten angreifen. Whisky, du solltest noch ein bisschen Taxi gehen, dass du frei Bahn hast. Ricardus? Du solltest noch ein bisschen Taxi gehen, dass du freie Bahn hast. Der Flugzeug vor dir startet nicht in dem ersten Schwung, im zweiten Schwung. Achso, okay, alles klar. Wer hat die drei? Die weiße drei, wer hat die? Hannibal, die weiße drei. Heimdall, Palmer. Ja, wir hier. Gone. Palmer, are you all airborne or some of you still taking off? No, we're only our altitude swarm has taken off. We are now ready for takeoff. Yeah, please take off immediately. The runway needs to be cleared for Fuchs. If you can. Okay. And also, enemy contacts to your north now look to be pushing south from Friston. I'll update you with further as needed. Okay, thank you. 13 Volt. Rakete. Schwamm 3 geht zurück auf Dauerleistung. 8 Rakete. 13 Rakete. Sieben Rakete. Schwamm 2 bereit. Ja, 4 bereit. 3 bereit. Schwarm 2, Rakete. 1, 3, 2, okay. Denk dran, wir haben aus Caruso 70 Rakete. Starken Wind. 11 Rakete. 7 Solo. 3 Rakete. Ich kann hier im Moment leveln und gucke auf die Karte. 2 Solo. Frageleistung. 1, 3, Adder steigen, zweiter Schwarm. Warte. 13 vor 7, wo willst du mich haben? Auf der 8. Ich glaube, wechsle. Tommy, soll ich auf deine 5 oder 7? Komm zu meiner 4 Uhr, bitte. Dann gehen wir auf die 7 bis 8. Ich starte jetzt wieder an zu steigen. Ich gehe zu Heimdall. Dann drehen wir ein bisschen noch auf Ostkurs und gehen wir ein bisschen hin und her beim Steigen. Siebener Position. Ah ne, weiße 14. Tibor, Jan, wir gehen auf Caruso 030 und steigen weiter. Ja, kapiert? Victor. Victor. Perfekt. Aber ein bisschen Wind heute. Ja, ja, ja. 35 km/h aus 070. Victor. Bist du links von mir oder rechts? Ja, ich behalte diese Fragezeichen 11. Du könntest sie anschließen. Mitten, ich könnte nicht decken. Alles klar. Berühre. Ampulle. Fünf. Fünf Stück. Die schauen wir uns an. Den Lisa. Ich sehe euch, Schwarm 1 und 2. Wir sind auf eurer 12 Uhr. Wir greifen da gerade die Gruppe an. Unterhalb. Die gleiche? Oder? Ach, also, das sind noch mehr, noch mehr. Berühre Kontakte. Ja, 11 Uhr. Schwarm 2. Wir drehen. Ja, tiefer. Dieser tiefer, Victor. Achtung, 12 Uhr unter der Nase, weitere Kontakte sehen aus wie Bomber, noch tiefer. Okay, gut, wir gehen nach Kampfleistung. 2550 Umdrehungen. Ja. Schwarm 2, selbe, 25 Umdrehungen.
Ihr kommt gerade aus Ost-Rhein-Schwarz, Schwarm 1 und 2, ne? Häschen, Rotfieser, bitte. Ja, wir kommen von Osten. Ja, passt. Ja, Schwarm 3, wir sehen euch, ihr seid direkt vor uns. Ja. Tibor, deck uns, ich und Jan gehen rein. Victor. Die drehen Rolf, wir drehen mit. Bombergruppe unterhalb. Aber wir schnappen uns die Jäger hier, die sind die, scheinbar die höchsten. Ja, wahrscheinlich sollte sich nur ein Schwarm auf die konzentrieren. Ja, Schwarm 2 gibt weiter Höhendeckung, er bleibt auf Halo 100. Victor. Wenn sie nach Rolf abbrechen, gehen wir in Lisa auf die Bomber und andere Jäger. Bleiben aber oben. Heimdall Palmer. Victor. Okay, er geht jetzt auch auf die. Are you engaging the enemy raid, is that correct? Ja. Wir haben auf unserer 9 Uhr noch zwei Fragezeichen und auf der 10 nochmal 5, ne 4. Okay, ich ziehe auf 2 Uhr 1. Ich wechsle auf den Rundum. Ja, Schwarm 1 geht auf die auf 10 Uhr, weil Schwarm 3 ist schon beschäftigt mit den anderen. Tja. Kein Einzelkontakt, ein ganzes Schwarm. Auf zwei Uhr. Unter uns 4 Häschen auf 11 Uhr kommen uns entgegen. Ja, das ist unser Ziel. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert. Ich glaube, der ist Pilot tot. Ich gehe auf die anderen. Wir schwingen ab. Schwamm 1. Auf. Scheiße. Vier Ziele auf gleicher Höhe. Schnappt euch irgendeinen. Ich nehme den ersten. Momelo, ich nehme den zweiten rechts davon. Ich nehme zur Leistung raus. Ich kann dich decken. Ich bin auch hinter der Maschine. Okay, der taucht weg. Ich gehe wieder hoch. Ich bin rechts und da fliegt er. Ja, ich seh's. Der folgt, fliegt ein bisschen weiter. Timo stürzt auf. Ich kann strahlen. Ja, ich hab ihn jetzt leider verloren. Wo ist er von mir aus? Momillo ist wieder Information, richtig? Auf Leistungssteuer, ja. Nee, du bist wunderbar, sehe ich mich schön. Haben zwei hinter uns. Die fliegen jetzt südlich. Die brechen Rolf ab. Die fliegen südlich. Ich schwing wieder ab. Jan, siehst du mich? Zweite Runde. Wahan, was machen wir denn da unten? Das ist mein die zweite Runde dort. Wir waren hinter euch. Held, Schwarm 2 hat Sicht auf Bomber. Sollen wir attackieren? Schwarm 2, ja, wenn ihr frei seid, greift an. Wir sind hier die Houston. Schwarm 2, 11 Uhr tief sind Bomber. Bleib schnell, ein Durchgang. Ich nehme den letzten, dann schön sortieren nach einem. Tauche runter, bleibe mit Vollgas weg eigentlich, weil wir werden zu schnell sein. Häschen, Bomber auf 11 Uhr. Zibo, wo bist du? Okay. Bomber meine 12 Uhr. Wir haben 30 Meter auf 2 Uhr tief. Nein, alles gut. Ente Mittel. Sofort dann steigen. Nach Beschuss steigen die uns. Ihr fallt gleich durch diese drei Spitfires durch. Victor, wir sind schnell, ich habe 700 auf Tacho. Ja, und ihr habt dann auch noch mehr. Die sind schon fast an Land, über Land. Fliegen genau Süd. Victor. Gleich werde ich schießen auf den letzten Bomber. Achtung, die tauchen jetzt auf euch, Schwamm 2. Victor. Bleibt also schnell. Ja, wir gehen auf diese 4. Viele Treffer brennt, Bomber brennt. Schnell bleiben, nicht wirklich steigen, Jungs. Bleib schnell, einfach gerade weiter durchfliegen, Schwarm 2. Schwarm. Und leicht steigen, Jungs. Schwarm 2. Spitfire dreht in mich ein, Strahl, Achtung. Ich schnapp mir den rechten hinteren. Sie ist weg. Den unten. Ja, hat verliert Energie. Ja, wir steigen wieder hoch, Jungs. Ja, er fällt wieder ab. Zwei ziehen links hier vor mir, ich greif sie an. Schwarz soll immer noch steigen. Orido, Treffer, alle Kinder. Ja, also ich bestätige auch den Brenn, drunter geht Bomber da. Gut, Treffer, ja.
Dann Schwarm 2, wir drehen wieder Roll. Werden wieder über Bomber gehen und versuchen noch einmal dasselbe zu machen. Ich habe vor den Bombern. Vor den Bombern. Viele Kontakte, 12 Uhr. Höher als wir. Victor? Bayern? Ja, deiner geht runter. Bleibt der Kirche oder tiefer? So, Achtung, Achtung, komm, da kommt der Lisa, die ist hier gleich. Ja, ja, direkt auf uns, ja, ja, von vorne, komm. Ja, das ist Speed, das ist Speed. Ich denke, das ist Speed. Ja, genau, Speed hat mich. Okay, er ist weg, ja, er ist abgenommen. Keine Gefahr. Geh, ich könnte es auf Hedder. Ja, kannst du versuchen, aber vorsichtig. Ja, 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 ich bin auf deinem Weg. Bisschen voll geholt. Denk dran, ihr habt über den Bomber noch... Ja, 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 haben... Ja, Spitfire über den Bombern, vorsichtig, Jungs. Wer schießt da? Ja, genau. Ich geh zum Gott da lassen. Die meisten werfen sowieso daneben, von daher. Ja, ich gucke gerade noch, ob ich hier etwas habe. Ja, ich sehe die Spitfire jetzt auch. Das ist unsere 9. Ich überfliege euch gerade schon. Und dreht dann wieder. Ja, habe Speed direkt vor unter mir, ich tauche auf ihn. Du kannst Nachschub sofort machen. Er steigt vor mir. Ah doch, habe ich auf 10 Uhr tief. Ja, er bricht weg, er bricht weg. Ich steige wieder, lasse ab. Ja, ich sehe. Ja, ja, nicht. Wir haben noch. Wir haben noch Kondensla, 2 hoch. Hallo. 80 rein. Achtung. Häschen. Check, 8 Uhr, irgendwas ist da, oben, Kondenshöhe, ja. Kommt auf uns runter. Könnten wir jetzt hier auf den ersten von der 2, von der Rote. Zu zweit? 109er, das ist, sollten wir. Den 109er, oh. Aber da ist die 3er Rote, die ist hinter denen, da ist die Spitfire. Ampulle auf Hallo 80, bitte. Häschen hat mich verloren, Rüstung. Wieder, mit Ostkreuz, wieder in der Wolfsrichtung, wie man sieht. Wir haben 3 Kontakte, 12 Uhr vor uns, nur ein bisschen lieber, hier müssen. Ja, habe wieder Speed, drehe wieder ein, tauche. Lisa, er ist in Rolf, steigt. Lisa, hinter dir. Er ist in Rolf, steigt vor mir. Ja, er ist relativ 3 Uhr von dem Bomber, höher. Eine Speed, tauche auf ihn. Nochmal, Rolf, Lisa, ich auf Nummer 1, du gehst auf Nummer 2. Nein. Pauke, Pauke. Keine Ahnung, wo du bist. Hinter dir. Achso, okay, wir haben hier... Otthold, ruhig Nachschuss machen, ja? Ja, okay. Für eine 5. Ach, da bist du, alles klar. Tauche, er taucht. Ich weiß nicht, ob er uns sieht. Übernimm du gleich mal wieder. Ja, wir müssen gucken, was die sind. Große Flügel, glaube ich, Pappel. Die Häschen, ich hänge mich hier da nicht ran. Ich tue zwei neue Kadenzen, 3 Uhr hoch. Er steigt. Oh, wer schießt auf mich? Wer schießt auf mich? Ja, leicht. Das Speed ist vor mir. Speed ist vor mir. Wie seid ihr denn da reingekommen? Ah, Mann. Haben wir noch eine Rotor von hinten? Treffer auf die Speed. Komm mal runter, ich steige hoch. Noch mehr Treffer, ich lasse ab. Ja, ja, mach. Ich habe einen leichten Treffer von dir. Ja. Vorsicht, Speed komm rein, Speed komm rein, Vorsicht. Wir haben schnellere Speed hier. Er steigt steil. Ah, 109 schon hinter ihm, alles klar. Komm, ich bin nicht mehr dran. Victor, ich ziehe. Berühre Bomber noch, aber. Ja, berühre Bomber unter euch. Ja, kannst du. Achtung, ich bin leicht beschädigt vom Held. Aber kein Sprit, ich denke, leck, oder? Pauke, Pauke, geh durch, greife den ganz linken Bomber an. Obwohl, nee, ich dreh weg, da ist ein Spitfire links davon. Ja, wer schießt gerade? Vorsicht. Ja, wir haben noch ein paar Speed. Vorsicht, 6, jemand 6 vor. Ich wiederhole, über den Bombern auf Hallo 70 Spitz reinkommen. 3 Stück. Tor.
Hallo. Oh. Komm, ich bin relativ. Ja, zieh dich weg, zieh dich weg. Geh tief und zieh dich weg. Genau dann aber nicht. Hatte, das kann ich nicht wahr, ich das, ach, die Stürzen sind niedrig. Raus. Ich geh hoch wieder, ich geh hoch wieder. Bayern, Fragen, Fälle? Über den Bomber, also, ich hab Spittis gesehen, aber es geht nichts wieder niedrig runter. Und welche? Ist ja, hier vor uns ist irgendwas? 30 ist zu laut, das ist wiederholt. Oh, ich glaube, welchen Pistum seid ihr? Da, wir sind im Hallo-Sitzi. Rolf, kann ich steigen? Ja, ist das Pit? Ja, Rolf. Ich bin 5 Uhr. Ja, komm. Schön, Häschen. Ja, zieh dich. Ich denke, ich sehe dich, Marmilla, aber du musst dich zu der Insel ziehen, also zu unserer Position. Ich bin noch zu hoch, aber komm, Vorsicht, ja, mach etwas. Ne? Ja, die sind hartnäckig, Zweiter schießt, Vorsicht, zweiter schießt, Marmilla. Und dritter kommt auch. Zwei steigen, dritter ist noch hinter dir. Schießt. Ah, scheiße, ich bin zu schnell hier. Nächster taucht. Oh, ich habe jetzt alles verloren. Musst du raus, Viktor? Achtung, 3 Uhr, Indianer. War zu weit, Marmilla. Ziehe mich zurück über Hafen. Ich habe jetzt alles verloren hier. Warte, ich denke, du kannst auch hier landen. Wir haben hier Flugplatz irgendwo, ne? Ich bin Hallo 40 und direkt über dem Hafen, wo großer Rauch, wo brennt, ich werde da sein in einer Minute. Hallo 40. Ja, wir sind nach Hallo 83, bleiben auch schon mal nach oben. Viktor, wenn ihr seht, Kontakte, ihr habt Kondens, ich berühre euch da. Ja, wir sind gerade unterwegs. Sieht aus, als wenn er erfriert, oder? Ja, ihr solltet noch Kontakte, ihr habt Kontakte tiefer unter euch, aber sehr tief. Das sind relativ Wolkenhöhe. Sind die Bomber noch hier im Bereich? Nein, die haben sich weggezogen. Ich denke, die sind jetzt unter Wolken. Die Bomber sind auf 7 Uhr, Bayern. All contacts pushing north away from Cherbourg. Pursue till 15 line and then return to patrol if possible. What is enemy location furthest north at the moment? Furthest north is 1603. Copy, so we still have a couple minutes to do attacks. Yes. Okay, thank you. Thibaut, ich habe Aufsicht auf die Bomber. Jan, siehst du sie? Ich berühre sie. Ein Fragezeichen hinter den Bombern, knapp unten drüben. Ja, also Bomber sind ziemlich weit nördlich vom Kanal. Ja, wo? 1603, 1604. Okay, wir sind gar nicht so weit weg. Wir kommen auch. Hat noch sich jemand auf Spitfire? Sind die höher als Bomber? Oder? Ja, wir haben noch die Spitfire auf große Höhe abgeschossen, Hallo 60. Hallo 60, Viktor. Wir sind auf Hallo 85, gerade aktuell. Ich treffe die 3 Fragezeichen zuerst. Wir haben Kondenshöhe. Okay. Hier aber nur 5 zwei, Uhr. Okay. Jan. Sollen wir von vorne angreifen? Zwei Kondensler sind Schwarm 2, zweite Rote. Wir haben auf 4 Uhr tief 2 Flugzeuge, fliegen in unsere Richtung, werden wahrscheinlich Indianer sein, die nach Hause wollen. Weiterer okay. Kontakt, 37 bis 8 Uhr, etwas tiefer als wir. Flug auf den auf 12. Ich bin die Spuren, ich gucke sie gerade weg von der Formation. Ja, wir greifen von vorne an und fliegen dann nach Süden. Ich stürze jetzt, Jan. Ich stürze. Folge. Oh, die Bomber sind vor uns. Ja. Die hauen wieder ab. Komm, hol ihn dir, Momillo.
Hieß sie mal. Okay, ich drehe jetzt Lisa. Ja, schön, schön. Blutet. Nicht so viel kurbeln. Wir haben Indianer. Oh, trudelt. Sehr gut. Sicht auf Bomber. Unter. Der unter uns dreht ab. Er geht zu dem anderen. Weg. Wunderbar. Sie war Pilot Kill. Gut gemacht. Ja, fuck. Blind. Lieschen, das ist 10:33 Uhr. Ah, berühre. Ich gehe auf die rechten. Wir haben auf 5 Uhr wahrscheinlich Spitfire. Tiefer, ja, 5 Ente Mitte. Wir sind auf Spitfire, auch auf 6 Uhr. Ich versuche die unter, zu unterdrücken. Nehmen die Mitte. Ja, ich ziehe wieder hoch. Ja. Ich habe es hier genau gesehen, was es ist. Treffer auf einen. Ja, ich gehe durch. Ich gehe durch. Ja, ja. Wir fliegen weiter nach Norden, ne? Nach England. Ja, die fliegen weg. Zwei Fragezeichen, Tiefer. 10 Uhr, wir können die intercepten. Gleich wieder. Wir Rolf. Ja, wir haben ja einiges noch mal dran. Okay, noch was probieren. Lass uns zu. Viele weiter hinten. Wir gehen durch. Ist zu gefährlich. Wir bleiben in den Wolken. Viele Kontakte. Vier Kontakte. Auf 4 Uhr. Wechsel nach 3. Tiefer. Ich gehe 1 auf 0 nach 7 in den Wolken. Ah, wurde beschossen. Ah. Wo bist du? Woher? Aber über dem. Ich bin Achtung, Achtung, ein Kontakt, leicht höher als wir, Lieschen. Viele bei dir, viele Schmittis da. 2 Uhr. Tauchstark. Gehst du den an? Ich hab das Spiel abgeschossen. Überall, Kanal. Wo kommen denn die jetzt plötzlich alle wieder her? Gleichen Kondenshöhe. Warum sind die jetzt plötzlich alle wieder? Dreht auf uns ein. Jan, wir fliegen weiter. Es ist gefährlich hier, Kampfleistung. Spitz mit. Abflug, Caruso, Frage. Ja, SPD. Genau, Sie. Victor. Ich bin weit bei der Uhr, da kommen wir. Häschen, habt ihr verloren? Scheint frei zu sein, und ich mal schauen, ob man sonst Leute wecken kann. Das okay, Häschen, bin auf deiner 9 Uhr. Okay, ich bin auf deiner 6 Grad. Unter uns, oh, er ist auf meiner 6. Folgt uns. Wir könnten eine Klammer machen. Ob Herbst oder Herbst ist nicht gelandet. Du bist aber, ich steige jetzt. Also bin ich dann gekommen? Ja, er folgt mir, ist auf meiner 6. Ich würde sagen, nach außen ziehen. Ich frage nochmal, obwohl Heimberg kommt. Bisschen, was machst du? Wenn er hinterkommt, wenn er nicht mir in der Hände fliegt. Victor, ich halte dann die Position. Wir kommen hier nach. Okay, Victor, drehe. Tibo wieder am Kanal. Ich drehe über Rolf. Da, ich drehe auf euch ein. Erste Tiefe. Da, Häschen und Whisky, oder? Vitamine. Wir sind im Mitte-Kanal. Hallo, ja. 75 im Luftkampf. Victor? Mensch, ich sehe gar nichts. Er zieht euch langsam raus. Victor, er steigt lang, er strahlt von weitem. Pass auf, Häschen. Wenn du leicht Rolf drehen kannst, würde helfen. Aber nur leicht, nicht stark, nur leicht. Keine Energie. Ihr habt direkt Caruso Nord, ja, oder? Ja, ziehen diese Gartenzone. Ihr habt direkt Caruso Nord, oder was, Jungs? Wer ist im Kampf? Häschen Nord, ja. Und Whisky, Caruso Nord, Hallo, 75 steigend. Kondens. Häschen, ich geh jetzt mal auf Volllast. Bitte. Wer hat abgelassen? Ja, ich bin koalt mit ihm. Versuch ihn abzulenken. Ein bisschen Lisa ziehen. Ganz leicht nur. Kanal draus. Ah, mindestens Mitte. Dann zieht euch zurück. Wir haben das bitte direkt bei uns. Ja, wir haben das bitte zwischen uns. Okay, er steigt langsam an. Sehr gut. Ah, ich denke. Ich berühre euch. Strahle. Victor. Can any elements of Parma that are currently over the feet wet north of Cherbourg please turn east immediately? Fuchs is under attack on their retreat and some cover would be appreciated. Okay, er taucht hier hoch. We are heading 100. What is the approximate location of Fuchs? I believe I have them in about 12:10 or so coming south. With multiple Spitfires chasing them. Okay.
Er ist unter uns. Okay, are they headed direct hinten dran. Achtung, da sind mehrere bei ihnen dran. They're headed direct south. I've got them to come further south so that you guys could potentially intercept. Copy. When, where should we try to move them, you know? If you go east from your current position, I'll try to update you. Okay, thank you. And the enemy altitude, are they on the deck as well? On the deck, down below at the very least. Copy. We're heading east. Two of us only. Position of the enemy now? Position now believed to be 1110. Thank you. Also alle, die noch nach dem Bomber gehen, fliegt östlich oder südlich ab, damit ihr Fuchs helfen können. Warte mal, wo ist Fuchs? Die fliegen von... Achtung, hier ist ein Kontakt zwischen uns. Die fliegen von 11:10 nach Süden. 11 Uhr circa. Nein, ich habe noch 170 Liter und ein leichtes Sprit weg. Ich bin gerade noch flieg nach Hause. Kanal. Nee, das, dann bringt nichts. Okay. Ja. Hanni, dann flieg nach Malpertus und dann da 2004. Ja, mach ich. Ich ziehe mich auf. Könnte das Tami sein? Ja, ich drehe gerade ein bisschen Rolf. Ich wackle. Lisa Rolf. Ich glaube, ich werde voll. Ente weit. Doktor, ihr seid höher als ich, halt. Ist das Tommy? Tommy vor uns. Bisschen drauf, Lisa. Lisa? Passt. Wolf. Deine leicht tiefe 6. Ruhig. Fragezeichen, da 6 Uhr, 7 Uhr. Viele, Staubwolke. Caruso, unklar. Bitte zurückziehen, das wird's. Ja, zurückziehen. Ich wollte euch helfen, aber ihr hattet da unter euch relativ 6 Maschinen oder so etwas. Und ich war noch immer tief, jetzt bin ich selber höher wie ihr. Ungefähr 18.00 Uhr. Hallo, das ist Spitfires have disengaged from Fuchs, so you are welcome to return to base. Okay, super. Thank you. Sure. How many did Fuchs lose? I do not know. Hopefully the other Heimdall will be in shortly to let you know. They claim at least 2, possibly 3. Oh, okay. Contact. Contact, 1 Uhr. Meine 1 Uhr ein bisschen tiefer. Ente mitteln. Komm zu 12 Uhr. Häschen, deine 1 Uhr zu 2 Uhr sollte sein. Er ist gleich meine 12 Uhr. Ein Kontakt. Frage Hanni, Tommy. Mhm. Ja, 500 Meter tiefer als ich, also direkt 12 Uhr, vor uns, jetzt. Und weiterer ist noch ein bisschen weiter, auch 12.30 Uhr, Wolkenhöhe für mich, Ente weit. Er ist direkt auf meinem Kirchturm. Victor, weiß nicht, was das ist. Vito? Was ist euer Kirchturm? Ja, für mich 80 relativ. 80. 73 plus, Victor. Okay, ich versuche auf seine tiefen 12 reinzukommen. Falls das ein Indianer ist, würde ich ihm ins Cockpit. Sieht nach Focke. Oh, scheiße. Sieht nach Speed. Er dreht zu mir, die Kampfleistung. Ja, sehr gut. Ja, Speedy. Ich schneide ihn rein. Sehr schön. Ja. Okay, wir sind zu dritt, Jungs. Sollte gehen. Ich komme von unten hoch. Ja, lass dir Zeit. Achtung, 109. Nein, 109. Schön. 109. Ja. Ja, ja, wir haben dich gerade gekreuzt. Aber ich hatte noch einen gesehen. Dahinter war noch einer. Ein bisschen weiter. Motor wieder schonen. Wir sind so ungefähr 19.06 und fliegen auf große 112 nach Ottenwil. Jawohl. Victor, 112. Hallo, Fritz. Ich gehe jetzt wahrscheinlich hier rum. Hier ist nicht danach, deiner 5 Uhr. Dann können wir alles gewinnen. Du bringst weg, Timo. Du bist gerade abgebrochen, wir haben nur die Hälfte deines Satzes verstanden. Ah, scheiße. Also, wenn wir uns so hochgestiegen seid, dann. Oder getaucht seid, was war das? Ja, bei einer gewissen Geschwindigkeit ist dann auch die minimale Steigung erreicht, ne? Ja. Das heißt, da sagen wir mal. Ich glaube, wir sollen nach Süden landen. Nein, du,
Du musst halt Richtung 70 landen, nach Osten. Der Wind kommt aus 070. Genau, du musst von West nach Ost landen. Ich gucke auf den Socket. Also im Zweifel ist die falsch. Was? Wind kommt aus. Im Zweifel ist die Windsocke falsch. Ich meine, die kriegen nichts gebacken, diese Idioten von Programmierern. Das ist echt unglaublich. Wie muss ich sagen? Das Wind kommt die Socke aus Ost. Okay, perfekt. Wie schwer kann es sein, einen Windsack in die Richtung fliegen zu lassen, wo der Wind hinbläst? Also ganz ehrlich. Heimdall, Palmer, you are clear to land. Thank you. Heimdall out. Thank you. An der Stelle bin ich froh, dass die Mission Designer nicht wie beim Rauch die Windsäcke alle einzeln drehen müssen. Das kann doch echt nicht sein, oder so ein schlechter Scherz. Ich habe drei Maschinen auf meiner 11 Uhr. Wir werden von West bis Ost bis Osten landen. Häschen auf 10 bis 11 Uhr über der Küste. Fragezeichen. Haben wir fünf Flugzeuge verloren? Schieße ab, jetzt mit dir. Leole auch toll, ich. Ach, Murmillo ist auch. Und du musst da auch abspringen. Ja, nachdem ich Disconnect hatte, war dann nicht allein. Ich bin zurück, das ist ziemlich scheiß ungünstig im Moment. Ja, vor allem ich bei... das Feuer. Ich nehme Gas weg und lasse meine Klappen und das Fahrrad vielleicht raus. Naja, wir waren direkt über den Bombern und da waren natürlich ein paar Spitfires noch. Dann sind halt genau Spitz auf Hallo 70 reingekommen, die dann alle auf mich richtet. Das war so klar. Aber ja. Ich war einfach zu hoch, bis ich da reintauchte. Noch zu schnell, musste dann einmal hochgehen, einen so ein Looping machen. Ne? Und dann wieder wollte ich reingehen und du sagst, du springst raus. Du hattest drei Spitz da bei dir, also ja. Diesen einen wollte ich attackieren, aber er hat mich sofort gesehen, hat abgebrochen, dann ich habe gestiegen. Du hast gesagt, du springst raus. Gleich wir drei, nach dem Schwamm 3 landet jetzt. Das ist Julian, das kann man. Victor. Aber ich hab's ja überlegt. Das ist ja. Ich nehme jetzt ein bisschen wieder das raus. 13 von 14, Leistung noch bei 0. Hm. Du hast gesehen, wo ich abgesprungen bin. Ja, ich bin bis auf Land geglitten. Ja, du warst. Oh, wir waren relativ noch vom Land relativ weit, Mensch. Das... Ich bin am nördlichsten Nordzipfel von Frankreich. Ja, ich ziehe relativ Gas weg. Werde langsam in die Liefer. Wir haben vielleicht nur einen Pilot verloren. Ja, wir haben glaube ich tatsächlich nur einen verloren. So, hier ist mich voll von dir, Brian. Der ist auch sehr unglücklich. Hier, wir haben drei Kontakte auf 8 Uhr. Kampfleistung, Rockwalker. Ich ziehe auf der letzten Sekunde direkt nach Osten, okay? Also dann können wir direkt in den Wind machen. Ach, nimmst du die Ostbahn oder was? Ja. Ich ziehe auf die Ostbahn. Sonst wird es ein bisschen schwierig sein. Der Wind ist gar nicht so ein starkes Problem beim Landen, also keine Sorge. Also was war die Landerichtung? Vom West nach Osten, ne? Ja, und zwar nach 070 möglichst. Okay, hier geradeaus. Komm mal. Klappen raus, stell's noch raus. Seid ihr vor mir da oder hinter mir oder ich sehe euch nicht? Wir sind jetzt an der Küste. Wir sind ungefähr hinter ihm. Tommy auf 11 Uhr circa. Klappen und Fahrwerk für mich. Also du landest vor uns, Tommy. Ja, gut. Wir geben wieder ein bisschen Gas.
Na Jungs, was sagt ihr dazu, dass Simsonius zu euch kommt? Ja, ich freue mich. Ja. Ja, das ist auch echt ein guter Pilot. Hat eine sehr gute Übersicht, taktisch. Mhm, cool. Spann ich gleich wieder voll mit Skins an. Ja. Brauchst du Urlaub? Nee, ich muss jetzt gleich noch hin machen. Ja. Ja, ist klar. Ja, das ist genau. Also das ist schon stressig. Also ein bisschen Hilfe ja. Wäre nicht schlecht. Ja, er hat, Sonius hat jetzt eine längere Pause gemacht und dann wollte er auch einfach mal was Neues ausprobieren und einfach neue Typen, neue Charaktere und dann habe ich mit ihm... Achtung, es kommen gerade zwei Stück zu langem rein. Fliegen, ja, ich glaube, gesetzt. Alles gut. Alles gut sehen. Ja. Und dann wollte er einfach ein bisschen Abwechslung haben und dann auch natürlich die 190 fliegen dann mit euch zusammen. Da fliegt mal kurz. Nicht 190? Doch, alle fliegen 190, ja. Oh, wirklich, die armen Briten. Mein Gott, das wird ein Massaker sein. Ich hoffe mal. Okay, ja, und ich fahre zur Kongo. Schönen Abend. Ciao, ciao. Danke, gleichfalls. Ja, mach's gut. Tschüss. Schöne Woche. User disconnected gut gemacht, Schwarmteil. Sehr gut. Ja, also, Mann, ich habe morgen 4 Kolloquiumsprüfungen, die ich. Oh, viel Spaß. Aber fängt erst um 13 Uhr an, geht dann bis 17 Uhr, je. Also ich werde die nächsten 2 Wochen nicht dabei sein und entweder jetzt in 3 Wochen nicht, bin im Urlaub. Ist jetzt beide im Urlaub? Links von dir. Ich bin im Urlaub, ja. Du bist und wer kann 3 Wochen nicht? Ich, wahrscheinlich. Ja, zwei auf jeden Fall nicht und vielleicht 3, je nachdem. Okay, alles klar. Ja, die dritte ist ja Pause, da ist ja nicht der Bursch. Okay, gut zu wissen. Hast du ein bisschen schlecht getimt. Ja, gut. Sind dann andere Kriterien auch noch. 14 nee. Kongo. 14 Kongo. Echt jetzt? Naja gut, also mein war ein bisschen Pech, aber kein Problem. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Okay, gut. Ja, ich pack's dann auch noch. Schon jetzt. Alles klar. Ciao, Leo. Max, gut. Ciao, gute Nacht. Gute Nacht. Was geht's? War mir eine Ehre. Hat sehr gut funktioniert mit dir. Wunderbar, mir Spaß gemacht, vielen Dank. Ja, danke fürs Aushalten, Whisky, war super. Na klar, die Kommunikation mit Häschen macht das hier richtig Spaß, das ist wirklich. Held, danke für die Kratzer in meiner Maschine. Ja. Was war, von wem Held, oder wer? Ja. Der tauchte plötzlich hinter meiner Spitzfeier auf und ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Ja, Jungs, was stellen wir wieder auf fest? Auf der Rotte des Spitfires und ich habe mir eigentlich die erste ausgesucht und dann war da plötzlich er drin. So, hä? Ja, und, was sagen wir das? Wie können wir das festhalten? Ist, ganz einfach. Es ist schwierig, von hinten oben, so leicht oben Spitfire von 119 zu unterscheiden, ist nicht ganz so einfach. Ja. Also, was sagen wir dann? Was lernen wir daraus? Sogar einem Helden passieren solche Fehler, ne? Ja. Alles gut. Oh, Mann. Das waren 20 Escort-Jäger. 20? Wow. Bei den A20ern, ne? Das waren 20 Escort-Jäger. Wie weit waren wir? Wir sind ja noch welche reingekommen, oder?